Das Medium ist in den 1940er Jahren entstanden. Die Uraufführung war 1946. Das Stück erzählt die Geschichte von Madame Flora, die sich in New York als Medium durchschlägt, indem sie zusammen mit ihrer Tochter Monika und Toby, einem stummen Straßenjungen, den sie bei sich aufgenommen hat, ihr Geld damit verdient, vorzugaukeln, den Kontakt zu toten Verstorbenen herzustellen. Bei einer Seance passiert zum ersten Mal etwas, nämlich Madame Flora hat das Gefühl, dass eine übernatürliche Hand sie am Hals packt. Und plötzlich ist ihre ganze Weltsicht erschüttert und sie erholt sich davon nicht. Menotti wurde leider zu seiner Zeit öfters von Kritikern auch vorgeworfen, dass es leicht in den Kitsch und in eine Art von Filmmusik auch schon rüberging. Und Menotti wusste auch darum, hat den aber teilweise gezielt eingesetzt. Auf wen sich der Titel bezieht, wird offen gelassen. Menotti, er verrät vorher nicht, ob das, was im Stück passiert, tatsächlich eine übernatürliche Situation ist oder ob es nur Barbas Einbildung ist. Da wir hier auf der Studiobühne einen sehr intimen, kompakten Raum haben, aber eine Drehscheibe, spielen wir auf einem Spielpodest mit 360 Grad Spielfläche. Der Zuschauer sitzt um den Raum herum und wird mitten in das Wohnzimmer von Madame Flora eingeladen, wo die theatrale Seance stattfindet. Man kriegt die Musik, so wie es Menotti einfach komponiert hat, einfach am ganzen Leib mit.